Wir haben jetzt noch zwei kurze Fragen an Michael sowie noch eine an Mahmoud. Michael, das Team hat jetzt soweit zwei Testspiele absolviert, wird auch heute das erste Mal vorgestellt. Kann man sagen, dass die Kaderplanung für die anstehende Saison bereits abgeschlossen sind oder wird man vielleicht doch nochmal auf dem Transfermarkt aktiv? Letztendlich sind die Kaderplanungen nie richtig abgeschlossen, weil immer was passieren kann. Das heißt, als Organisation hat man immer ein paar Spieler in der Backhand, aber im Moment ist es so, dass man eigentlich das mit dem Kader jetzt erstmal an den Start geht. Ein Deutscher kommt noch dazu, einer ist auch nicht gekommen. Da gucken wir mal, wie sich das entwickelt, aber letztendlich haben wir Zeit in der Planung. Die Saison ist immer 30 Spiele lang. Wir wollen es dann nicht überschlagen in unseren Entscheidungen. Wir gucken einfach, wie die ersten Spiele laufen und eventuell wird dann nochmal nachjustiert. Wir haben Zeit bis Februar 2011, um Nachverpflichtungen zu machen. Deswegen werden wir erstmal gucken, wie es läuft und demnach dann entscheiden. Ja, gemessen an den aktuellen Umständen, wie würdest du die Ziele des UBC wirtschaftlich und organisatorisch, sportlich haben wir sie ja schon gehört, für die kommende Saison beschreiben? Ja, wirtschaftlich, organisatorisch. Wir wollen natürlich mit unseren Aufgaben wachsen, so wie es in der Vergangenheit auch immer geschehen ist. Also wir gucken, dass wir jedes Jahr besser werden. Organisatorisch ist da noch viel zu machen. Mahmoud hat die Hallensituation angesprochen. Die ist ungefähr, wir befinden uns hier in der zweithöchsten Liga, hier in Hannover. Natürlich ist viel Konkurrenz und alle wollen eine Halle haben. Aber die Situation, die wir im Moment vorfinden, ist unter Regionalliganiveau, ist eigentlich untragbar für einen Club, der so hoch spielt. Und daran muss ich als erstes was ändern, denke ich. Aber das dauert und da arbeiten wir dran. Aber sonst der ganze organisatorische Bereich, wie auch mit dem Assistenztrainer, mit dem Krafttrainer, mit dem Training morgens und so weiter, das hat sich schon alles verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Es ist so, dass der Spieler immer beschäftigt ist und einen gewissen Rhythmus vorfindet hier in unserer Organisation, das letztes Jahr nicht so war, dieser Rhythmus. Und ich denke, für jeden Spieler oder für jede Organisation, das weiß jeder aus seinem eigenen Job, man muss einen Tagesrhythmus haben. Dieser Tagesrhythmus muss ins Spiel übertragen werden und dann auch nur dann kann man Erfolg haben. Wenn dieser Rhythmus ist und diesen Rhythmus werden wir den Jungs diese Saison auf den Weg geben und ich denke, dann wird alles gut. Ja, vielen Dank an deine Seite. Mahmoud, kommen wir nun zur abschließenden Frage der Pressekonferenz, ehe wir zu Ihren Fragen kommen. Experten sprechen davon, dass die zweite Liga Pro A in diesem Jahr wohl eine der stärksten der vergangenen Jahre werden könnte. Ein Paradebeispiel hierfür ist der FC Bayern München, der sich in der Sommerpause mit Nationaltrainer Dirk Bauermann verstärkt hat, sowie mit Steffen Hamann, dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und dem Mont Green ebenfalls Nationalspieler, sowie zahlreichen Erstligaspielern, um die Mission Aufstieg in die erste Liga wahrzunehmen. Was sind deine Erwartungen an die kommende Saison? Ich meine, wir können ja diese Serie fortsetzen mit Bayern München. Da ist halt ein Natschwei dabei, der in der ersten Liga einer der Top-Ausländer ist. Der wird mit dem deutschen Pass ausgestattet. Darius Hall gehört zu den besten Centern in der ersten Liga. Das heißt, diese Mannschaft ist eine Mannschaft, die in der ersten Liga durchaus berechtigt in Playoff oder Top 5 schaffen kann, jetzt schon mit dem Kader, haben sich für unsere Liga entschieden. Darf ich ein bisschen ausholen? Natürlich. Vor einem Jahr, als die Ligasitzung der jungen Liga war, wo wir uns drin befinden mit der Pro A und Pro B, wo die ganzen Manager sind und die Entscheider. Ich sitze auch mit dabei in so einer etwas größeren Runde. Da war Bauermann dabei und hat gefordert, dass junge deutsche Spieler mehr Möglichkeiten bekommen, in Deutschland sich zu entfalten, sich zu entwickeln auf dem höchsten Level. Und da ging es, er hat das auch in der ersten Liga versucht. Das hat nicht geklappt. Die erste Liga hat nur eine langsame Einführung der Quote für die Deutschen entschieden. Das war erst 4 Deutsche von 12 im Spielkader. Jetzt sind es 5. Man kann in der ersten Liga aber immer noch mit 5 Amerikanern spielen. Und auch wenn man lustig ist, dann mit 2 weiteren dann rotieren und gar keinen Deutschen spielen lassen. Da ist er nicht weitergekommen. Wir zweite Liga waren da einsichtiger, haben uns entschieden, in der Pro A 2 Deutsche fest auf dem Spielfeld zu verankern, sozusagen. 100% Spielzeit für 2.
mit mehr möglich, aber dadurch limitiert, dass maximal 3 Ausländer auf dem Feld sein können. Und die Pro B dann entsprechend mit 3 Deutschen und 2 Ausländern maximal, sodass wir da die Quote zugunsten der jungen deutschen Spieler oder deutschen Spieler generell gesteigert haben, was natürlich auch so ein bisschen die Folgesaison, jetzt diese Saison ein bisschen schwieriger wirtschaftlich gestartet hat, dass natürlich jedes Mal, wenn man eine Quote einführt, da sind die Spieler, die seltener auf dem Markt sind, sozusagen begehrter. Die erste Liga hat sozusagen durch den einen mehr auf dem Papier schon gute Leute nach oben gezogen. Aktuelles Beispiel: André Mangold aus unserer Mannschaft vergangene Saison hat zu den Adlern Dragons geschafft in die erste Liga, einen Playoff-Kandidaten. So setzt sich das fort, die Pro A zieht aus der Pro B und der Markt ist dann wirklich im Umbruch und entsprechend ist es schwierig, qualitativ gute deutsche Spieler, die auch dann zusätzlich sportlich und menschlich zu uns passen, zu finden. Ich bin zufrieden mit denen, die wir haben. Natürlich ein oder zwei mehr würden helfen, weil wir nun mal 2 auf dem Feld haben wollen, nicht müssen. Das ist ja unsere Entscheidung der Liga. Insofern haben wir dann eine schwierige Situation natürlich und gerade wenn man dann finanziell nicht so gut bestückt ist, sind die Argumente immer klein. Allerdings haben wir einen Trumpf im Ärmel gehabt, den wir gut genutzt haben und das ist die Europa-Akademie Dr. Buhmann. Wir haben mit Steve Monse und mit Tobias Welzel und dem Steve Janssen, 3 Leute, die in der Buhmann-Schule verankert sind. 2 als Schüler, einer als Lehrer. Und das gibt die Perspektive, dass wir vor allen Dingen, das ist das ja, wenn man guckt, dieser Kader letzte Saison und die letzte Saison davor, das ist ja mal viel Fluktuation, viel Wechsel. Wir wollen ja auch alle Stabilität, wir wollen Integrationsfiguren entwickeln. Und dazu ist es nötig, dass die Leute auch hier bleiben eine Zeit lang. Und wenn jemand hier studiert und einen Job hat und eine Zukunftsperspektive hat, dann wird er auch hoffentlich 2-3 Jahre mindestens bleiben. Dann haben wir diese Person, wo sich die Leute immer wieder daran erinnern und sich freuen nach dem Sommer, dass sie dann wieder da sind. Man sieht die Effekte jetzt schon, weil gerade durch die Schule und im Umfeld der Schule da sich schon so eine Bewegung massiert. Und zur Eingangsfrage, die Liga ist unglaublich stark, was man sieht. Die Mannschaften, die letztes Jahr schon stark waren, haben sich nochmal verstärkt. Viele konnten ihre Leute halten, sind finanzstärker geworden, nicht nur Bayern München, Kaiserslautern, Karlsruhe, Osnabrück, das geht so weiter. Das wird eine unheimlich starke Konkurrenz, aber deswegen, wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Und Bayern München, wenn du das jetzt als Beispiel nimmst, die haben bis jetzt noch nicht gegen uns gewonnen. Letzte Saison hatten wir 2 Siege. Wenn man jetzt Höhen und Tiefen anspricht, war das einer unserer Höhen. Wir haben letztes Jahr den Meister Bayreuth zu Hause geschlagen. Auswärts waren wir 20 vorne, haben das dann ja, mit einem kleinen Fehler sozusagen nicht mehr krönen können. Aber man sieht, dass man in jeder Saison gegen jede Mannschaft immer eine Chance hat. Wir gehen nie da rein. Beim Handball ist das vielleicht ein bisschen anders. Da sagt der Trainer mal, da brauchen wir gar nicht uns Chancen auszurechnen oder sowas. Das gibt es bei uns nicht. Bayern München ist natürlich eine Ausnahmemannschaft, aber bei allen anderen Mannschaften, wir werden gucken, dass wir die Spiele auf unsere Art spielen und den Gegner versuchen, unser Spiel aufzuzwingen und auch in die Gewinnzone versuchen zu kommen.